Moin. Herzlich willkommen hier bei Johns MOBA. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es nicht um dieses Modell hier. Heute geht es um diesen kleinen Kandidaten hier. Und zwar ist das ein sogenannter Log Commander 2 von der Firma Trainomatic. Den bekommt man für unter 20 Euro. Damit ist er deutlich, deutlich günstiger als andere Decoder, die am Markt angeboten werden. Und wir beschäftigen uns heute mit zwei Sachen. Das heißt einerseits Umbau eines analogen Modells auf diesen Decoder und auf der anderen Seite mit der Frage, was bekomme ich für das Geld? Also bekomme ich für die 20 Euro einen Decoder, der tatsächlich mit deutlich teureren mithält? Oder bekomme ich eine abgespeckte Variante? Und wenn es eine abgespeckte Variante ist, was fehlt? Ist das für mich relevant oder nicht? Das ist die Frage, die ihr dann für euch beantworten könnt am Ende. Insofern seid gespannt. Wir legen jetzt einfach mal direkt los. Und zwar wollte ich ein schönes Review für euch machen von diesem Modell hier, der 3124, der sogenannten Micheline von Märklin. Und wenn ihr mal schaut, das ist so ein niedlicher kleiner Schienenbus, der sieht vorne auch aus wie so ein LKW aus den 30ern. Ja, und dann hat er hier seinen Fahrgastbereich, da kann man auch schön durchgucken. Und jetzt, wenn ihr meine Hand mal so in der Größenvergleich dazu seht, das ganze Modell ist ziemlich klein. Das ganze Modell ist jetzt auch nicht sonderlich breit oder tief oder hoch, bietet also nur sehr wenig Raum für einen Umbau. Denn bei einem rein analogen Modell kann ich euch auf einer digitalen Anlage natürlich relativ wenig zeigen. Und heute fahren, ich würde mal sagen, ungefähr 80-90% der Modellbahner ja digital tatsächlich inzwischen. Insofern ist das Thema Umbau so eines alten Modells wahrscheinlich auch relevant. Dann habe ich geschaut, was gibt es denn so? Ich habe in der Vergangenheit sehr, sehr viel mit ESO-Decodern jetzt gearbeitet in den letzten Monaten, habe da super gute Erfahrungen gemacht, also sind Top-Decoder. Aber die haben ein Problem, in Anführungszeichen Problem, vielleicht auch ein Nachteil am Markt manchmal, und zwar den Preis. Die sind relativ hochpreisig, bieten aber auch extrem viel, sind also auch hochwertig. Und das hier ist jetzt mal eine günstigere Variante. Und zwar ist das ein Decoder aus Rumänien, beziehungsweise zumindest ein in Rumänien hergestellter Decoder. Damit ist er schon mal deutlich weniger gereist als die ganzen Decoder made in China, die ja eigentlich auch von ESO und so kommen. Er kommt von der Firma Trainomatic. So nennt sich das Unternehmen, was die herstellt. Und heißt Log Commander 2 in der Version Mini W6P. So, was heißt das? Dieses W6P bezieht sich hier hinten auf diesen Stecker, der da dran ist an diesem Modell. Ich habe das hier ohne Stecker verbaut, weil hier keine Anschlüsse irgendwie Platz gehabt hätten, dass ich das nochmal mit einem Stecker mache oder so. Natürlich ist das schöner, wenn man das Ganze mit einer Steckverbindung hat, sodass man den Decoder leicht tauschen kann. Der ist aber ziemlich klein, wie ihr seht. Also der ist nicht ein großer Vertreter der Decoder, er ist ein relativ kleiner. Er soll aber geeignet sein für alles im DCC-Bereich. Das ist also der erste große Unterschied. Die ESO-Decoder können in der Regel, wenn ihr die Version dazu auswählt, auch MFX bzw. M4, so heißt das in der Version von ESO, ist aber quasi das gleiche, was die Kommunikation angeht. Das sind diese unterschiedlichen Log-Protokolle. Wenn euch das jetzt nicht sagt, was sind so Log-Protokolle oder so, ich habe ganz am Anfang auf dem Kanal mal ein Video dazu gemacht, das habe ich hier auch nochmal verlinkt, was so ein bisschen erklärt, generell die digitale Technik der Modellbahn. Wenn euch das jetzt nicht sagt, was sind so Log-Protokolle oder so, ich habe ganz am Anfang auf dem Kanal mal ein Video dazu gemacht, das habe ich hier auch nochmal verlinkt, was so ein bisschen erklärt, generell die digitale Technik der Modellbahn. Wenn euch das jetzt nicht sagt, was sind so Log-Protokolle oder so, ich habe ganz am Anfang auf dem Kanal mal ein Video dazu gemacht, das habe ich hier auch nochmal verlinkt, was so ein bisschen erklärt, generell die digitale Technik der Modellbahn. Also von der Größe her passt der hier rein. Werden wir gleich im Video auch noch mal sehen. Und jetzt legen wir mal los und schauen uns mal an, was muss man denn machen, um überhaupt das Ganze hier umzubauen.
Kommen wir einmal zum Technik- und Innenraum des Modells vor dem Umbau. Und zwar ist das Ganze relativ einfach auseinanderzunehmen. Hier vorne das Führerhäuschen ist mit einer Schraube, seht ihr, habe ich da schon wieder so halb reingeschraubt, hier an den Vorderreifen befestigt und den hinteren Gehäuseteil, das ist einfach nur so ein Plastikteil, wird hier durch 1, 2, 3, 4 Nasen festgehalten. Die drückt ihr im Endeffekt einfach alle auseinander, während das an dem Modell dran ist und dann könnt ihr das nach oben abheben. Dann sieht das Ganze ungefähr so aus und dann habt ihr vorne und hinten jeweils hier so eine kleine Metallklammer. Und wenn ihr die löst, könnt ihr diese Platine mit den drei Glühbirnen hier lösen und zur Seite legen. Die ist mit dem Kabel immer noch verbunden. Und dann mit einem Zug nach vorne dieses Teilchen hier auch lösen. Was wir hier vorne haben, ist ein Gleichstrommotor. Wir sehen jetzt hier auch, dass die Wicklungen wirklich noch brandneu aussehen. Also der dürfte nicht viel gelaufen sein, dieses Modell bisher. Wir haben hier eine sehr große Schwungmasse. Das finde ich sehr, sehr positiv für dieses kleine Modell. Ist das wirklich eine mächtige Schwungmasse, gerade wenn man auch die Größe des Motors im Verhältnis dazu sieht. Und wir haben dann hier ein kleines Relais und hier drunter eben die kleine Platine. Es handelt sich nicht um eine Digitalsteuerung. Das hier ist einfach nur ein elektronischer Umschalter. Es gibt ja auch noch diese elektromechanischen Umschalter mit diesen Spulen, wo sich diese Metallteile hin und her bewegen. Das haben wir hier nicht mehr. Hier haben wir einfach einen elektronischen Umschalter. So, wie gehen wir dann als nächstes vor? Der nächste Schritt ist, dass wir möglichst alles hier auseinandernehmen und die Kabel eben auch möglichst lösen. Das Ganze würde ich immer empfehlen, es so zu machen, dass man später mit den Kabeln auch noch was anfangen kann, beziehungsweise mit den Komponenten. Das heißt also, jetzt hier in unserem Fall zum Beispiel haben wir ja schon das Modell grundsätzlich verkabelt. Das heißt, da müsste ich jetzt gar nicht zwingend was dran ändern. Aber wir wollen diesen Steuerbaustein ja hier loswerden. Und dementsprechend knacken wir das einfach mal mit ein bisschen Abstand ab und haben dann schon eine ganz, ganz andere Situation hier, wie unser Modell aufgebaut ist. Das Gleiche gilt jetzt hier für den Anschluss vom Licht. Also wir haben jetzt hier das Licht in unseren beiden Kabeln getrennt. Das ist schon mal ein Schritt. Jetzt haben wir hier verschiedene schwarze Kabel noch, einmal vom Schleifer zum Beispiel, dieses Kabel. Wir haben dann hier zur Stromaufnahme von den Rädern das braune Kabel, was sich dann hier verteilt und mit dem roten Kabel trifft, was hier wiederum dann auch von den Rädern nochmal die Stromaufnahme macht. Und damit haben wir jetzt unsere beiden Stromanschlüsse hier schon tatsächlich fertig. Was jetzt noch übrig bleibt, ist ein Motor. Den kann man hier auch tatsächlich einfach so rausnehmen aus dem Ganzen, der sich schön leicht und locker dreht und dann hier auf die Antriebsachse wirkt. Und an den müssen wir natürlich dann gleich auch wieder die Anschlüsse vom Decoder ranlöten. Da können wir tatsächlich hier jetzt auch die Fahne komplett abnehmen, wenn wir wollen. Ich habe es jetzt tatsächlich so erstmal gemacht, dass man sehen kann, wo war früher das rote Kabel dran. Einfach für mich als Erinnerung, dass ich den Motor eben so hier wieder reinlege und dann auf der richtigen Seite auch mit dem Kabel rausgehe. Na, und dann haben wir hier so viel Platz in so unserem Chassis übrig. Da kriegen wir unseren neuen Decoder wirklich doch gut untergebracht. Ich hatte es ja in einem der letzten Videos schon mal erwähnt, also Löten ist meine absolute Lieblingstätigkeit und deswegen habe ich das euch jetzt mal nicht aufgenommen, aber was habe ich im Endeffekt gemacht? Also wir haben relativ einfach die Verkabelung hier. Wir haben hier ein schwarzes Kabel, das kommt vom Schleifer. Das geht darum, und das ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber glaubt mir das einfach, es geht schwarz hier vom Schleifer an das entsprechende rote Kabel der DCC-Norm.
Und dann entgehen die braunen bzw. roten Kabel der Märklin-Lokomotive an das schwarze Kabel der DCC-Norm. Dann habe ich da nichts weiter verändert und habe hier rechts orange, links grau angeschlossen. Und damit habe ich jetzt die Fahrtrichtung definitiv richtig in der Kombination hier hinten. Ihr könnt es auch genau umdrehen oder ihr könnt es später über ein CV programmieren. Aber das sind die vier Kabel, die ihr anschließen müsst. Also das schwarze und das rote Kabel müsst ihr verbinden mit den Schienenanschlüssen bzw. dem PUCO-Mittelleiteranschluss. Und dann müsst ihr das graue und orangene Kabel mit dem Motor verbinden. Alles Weitere ist dann optional, und zwar habe ich hier ein grünes und ein blaues Kabel noch an die entsprechenden Ausgänge, die ich euch gerade vorgestellt hatte, rangelötet und habe diese dann hier oben an die Lichtplatine angebaut. Und jetzt haben wir eben auf AUX 1 hier ein schaltbares Licht. Ja, und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Ganze wieder so zusammenzustecken, dass es ordentlich aussieht. Und dann können wir das auch schon auf der Anlage testen. Jetzt habt ihr einen Teil von dem Umbau gesehen. Ich habe es ja gesagt, löten. Ich kann löten, aber ich kann nicht vor der Kamera löten. Das wäre für euch kein Anblick, den ihr sehen wollt. Und das ist auch nichts, was ich euch zeigen möchte tatsächlich. Da gibt es andere, die das viel, viel besser können. Und insofern, der Decoder steckt jetzt da drin. Er ist richtig angeschlossen. Das hat in Summe, um es zu bewerten, auch gut funktioniert. Das Einzige, was da wirklich eine kleine Herausforderung war, war der Anschluss der grünen und blauen, oder des grünen und blauen Kabels an den Rückleiter für die Funktionen und Lichter, das blaue Kabel, und den grünen Anschluss, quasi den AUX 1. Warum? Weil das Ganze wirklich, wirklich klein ist. Also das seht ihr auch hier, wenn ihr das noch eingepackte Modell seht. In der Mitte der Abstand zwischen den Kabeln da, da geht es um Millimeter. Ja, da geht es wirklich um Millimeter. Und das ist definitiv nicht mehr Anfänger geeignet. Da wäre es cooler, wenn man jetzt hier ein bisschen mehr Platz lassen würde, wenn man auch nicht den Decoder so komplett in Plastik einpackt. Der ist leider komplett in Plastik eingepackt an der Stelle, um natürlich die Anschlüsse zu schützen, um da keine Kurzschlüsse zu erzeugen und so. Aber das macht es unglaublich schwer, da ranzukommen. Also wenn ich das jetzt euch mal hier davor halte, seht ihr, was ich meine, dieses milchige Plastik. Das muss man natürlich an den Stellen, wo man dann hin will, ein bisschen wegschneiden und so. Das hätte man irgendwie schöner lösen können. Davon abgesehen ging der Einbau wirklich easy von der Hand. Also wenn ihr jetzt keine Zusatzfunktion in einem Modell drin haben wollt, geht das mit der Version hier ziemlich gut. Wenn ihr eine Zusatzfunktion wirklich haben wollt und ihr traut euch das nicht zu, das so zu löten, wie ich das jetzt hier erklärt habe, an diese kleinen Lötfahnen auf dem Decoder, dann solltet ihr eine Version nehmen, die schon von sich aus mehr Kabel mitliefert. Also da gibt es auch von diesem Lock Commander Versionen, die dann zum Beispiel an eine 21-polige Schnittstelle gehen oder an eine 8-polige Schnittstelle und entsprechend dann diese Funktionen schon mitliefern. Das heißt also, das ist jetzt nicht generell Ausschlusskriterium für den Decoder. Für diese Version des Decoders gegebenenfalls schon, wenn ihr eben so ganz wenig Platz habt und euch das nicht zutraut. Darüber hinaus, Top-Einbau. Die Frage ist dann ja, wie bekomme ich das auf die Anlage? Fährt das? Funktioniert das? Das ist ja fast die wichtigste Frage. Und eigentlich war ich total überzeugt. Ich habe das Ding raufgestellt aufs Programmiergleis und dann hat er sofort Adresse 3, ist ja die Standardadresse, hat er gehabt, konnte sofort fahren, das hat funktioniert. Und auch tatsächlich habe ich dann, ohne groß die Anleitung zu lesen, mit ein bisschen Rumklicken auf der Central Station herausgefunden, dass die AUX 1 Funktion auf F3 geschaltet wird. Also wenn ich dann F3 gedrückt habe,
ist meine Innenbeleuchtung von dem Modell hier angegangen. Auch das soweit top. Bis zu dem Punkt war ich absolut überzeugt, war total einfach, das alles einzurichten. Dann habe ich natürlich in der Anleitung mal geguckt, was gibt es für CVs, weil mir das Licht zu hell war tatsächlich. Also die Innenbeleuchtung hat hier volle Granate geleuchtet. Ich wollte ihn ein bisschen runterregeln. Und auch das geht relativ einfach. Und zwar geht das über die CV50. Die CV50 habe ich dann ungefähr auf die Hälfte vom Wert gesetzt. Also von 255 Maximalwert, der im Standard da war, habe ich das auf 120 ungefähr gesetzt. Und dann war die Beleuchtung hier schon deutlich gedimmter und passender. Wahrscheinlich müsste man sie noch ein bisschen weiter runterregeln, um zu erreichen, dass das gar nicht mehr durchscheint. Aber für mich war es jetzt erstmal so okay. Was mir dann aufgefallen ist, nachdem ich das mit der Beleuchtung für mich so hatte, wie es mir gefiel, ich dachte tatsächlich, ich hätte den Decoder irgendwie beschädigt oder überlastet. Und zwar bin ich gefahren und wenn ich das Licht eingeschaltet habe, ist die Lok, beziehungsweise hier der Triebwagen dann, deutlich langsamer geworden. Immer auf die Hälfte der Geschwindigkeit runter. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das? Also Licht machst du aus, das sind ja drei Glühlampen, die ziehen ja schon eine Menge Strom. Das sind keine LEDs, sondern das sind Glühlampen. Und der Decoder ist ganz klein. Also dachte ich, vielleicht liegt das daran, dass der Maximalausgangsstrom überschritten ist oder sowas. Also ich habe da schon mir gedacht, vielleicht ist dieser Decoder doch nicht so leistungsfähig, dass er jetzt hier in so einem Märklin-Modell, selbst wenn es so klein ist, ist, dann hier gut funktionieren kann. Ja, also ich hatte das Gefühl, der geht gerade mit drei Glühlampen, die er hier versorgen muss, über den AUX 1 in die Knie und wird vielleicht sogar so heiß, dass mir gleich das Modell abbrennt. Und das ist jetzt keine Theorie, das ist mir live schon passiert mit einer H0E-Lokomotive, in die ich einen kleinen DH05C, also Döhler und Haas 05C-Decoder eingebaut hatte, die dann quasi den Motor im Getriebe, waren Steinchen drin, Motor hing fest dann, darauf ging eine Überlast auf den Decoder und dann rauchte diese kleine Mini-Lokomotive. Das war kein schönes Erlebnis. Ist jetzt aber auch schon ein bisschen her. Insofern, da habe ich natürlich wieder diese Gedanken gehabt, gleich brennt mir hier die Micheline ab und ein Review für euch kann ich mir abschminken. Tatsächlich, wer ahnt es, schreibt es mal unten rein, woran lag es? Ich bin dann auf die Suche gegangen und das ist für mich jetzt einer der Punkte, der mich hier an diesem Trainomatic Decoder tatsächlich stört. Die Anleitung gibt es nur online. Die ist inhaltlich tatsächlich okay. Sie sieht aus, als hätte sie jemand irgendwie vor 15 Jahren in OpenOffice gestaltet. Aber die Optik ist ja das eine, der Inhalt ist ja das Entscheidende. Und inhaltlich ist die wirklich gut. Sehr strukturiert aufgebaut, sehr gut erklärt. Und wenn man dann tatsächlich, ich bin jetzt nicht so der Anleitungsleser, wenn man sie dann liest, dann fällt einem eine Sache auf. Und zwar ist der Rangiergang des Modells auf der Funktion F3, aber auch AUX 1. Und dadurch, dass das jetzt ja ein reines DCC-Modell ist, wird ja auch nicht sofort wie bei MFX angezeigt, was ist das für eine Funktion, sondern da steht einfach nur die ganzen Fs, F1, 2, 3 und man klickt halt so und sagt so F3, ach Licht geht an, top. Ja. Mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich, dass irgendjemand der Meinung war, es wäre eine tolle Idee, AUX 1, die Funktion, die in fast jedem Modell benutzt wird, sobald ich irgendeine Funktion zum Schalten habe, über das Licht hinaus, ist das in der Regel auf AUX 1 gelegt, die erste. Und diese Funktion wird im Standard eingeschaltet, gleichzeitig mit dem Rangiergang. Das halte ich für eine ganz fatale Fehlprogrammierung dieses Lok-Commanders. Weil ich glaube nicht, dass ich der Erste bin, dem das passiert ist, der dachte, hier ist irgendwas schiefgegangen beim Umbau, hier ist irgendwas kaputt. Man schaltet das Licht AUX 1 ein, weil man rumprobiert, mit welchem geht es denn jetzt an. Und gleichzeitig wird der Rangiergang aktiviert und die Lokomotive fährt einfach nur noch halb so schnell mit eingeschaltetem Licht dann, also eingeschalteter Innenbeleuchtung.
das war jetzt für mich tatsächlich ein Aha-Erlebnis. Man kann das total einfach ändern, ohne irgendwie viel zu machen. Das sind zwei Schritte, zwei kleine Arbeitsschritte, das zu ändern. Aber erstmal diese Transferleistung hinzubekommen, dass man sagt, okay, das ist ja übrigens auch F3 ist der Rangiergang und F3 ist AUX1 gleichzeitig als Standardbelegung. Das hat mich einen Moment gekostet, muss ich ganz klar sagen. Und das halte ich wirklich für eine ganz, ganz dumme Idee. Ansonsten ist dieser Decoder aus meiner Sicht für 20 Euro ein richtig, richtig guter Deal. Ja, es gibt andere Versionen, die kosten vielleicht noch ein paar Euro mehr. Aber der bringt eigentlich alles mit, was man sich so braucht, was man sich so wünscht. Wenn man jetzt keinen Sounddecoder haben will, man kann unglaublich viel einstellen. Man kann ein Funktionsmapping machen. Das ist das, was wir gleich machen müssen. Man kann die verschiedenen Geschwindigkeits-, Beschleunigungskurven, das kann man alles einstellen. Man kann eine Pendelautomatik aktivieren. Es gibt zwei Sachen, die ich noch besonders fand. Und zwar gibt es einen Betriebsstunden- bzw. Wartungszähler. Das heißt, man kann dem Modell vorgeben, nach 25 Stunden verlangt er eine Wartung, blinkt und fährt nur noch langsam. Sowas geht. Und er hat auch eine Möglichkeit, gewisse Werte zurückzumelden. Ist also tatsächlich in der Lage, in zwei Richtungen zu kommunizieren. Und zwar kann der Decoder seine Temperatur zurückmelden und noch ein paar andere Werte. Kommen wir mal zu dem, was muss man denn machen, damit man eben das nicht zusammenschaltet. Und zwar ist das sogenannte Funktionsmapping eine Sache, die ich bisher mit Absicht vollkommen ignoriert habe, weil sie mir immer zu schwierig war. Man hätte sich einfach gedanklich unglaublich viel damit beschäftigen müssen, um zu sagen, wenn dann das und wenn ich hier was klicke, dann soll das gleichzeitig passieren in dem Modell. Wenn ich rückwärts fahre und den Sound einschalte, dann soll gleichzeitig noch eine Lampe blinken. Und das kann man mit fast allen Decodern machen. Das kann man auch mit dem hier machen. Ich war jetzt gezwungen, mich damit zu beschäftigen. Allerdings nur auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau, glücklicherweise. Denn tatsächlich bietet dieser Trainomatic Decoder für jede der Funktionen, also von F0 bis X, einen CV-Wert. Das ist so ein Kontrollwert quasi oder ein Programmierwert, wie auch immer ihr das übersetzen wollt für euch. Und dieser CV-Wert, mit dem könnt ihr steuern, welcher der Ausgänge AUX 1 bis X plus Licht vorne, Licht hinten und so weiter gerade aktiv ist, wenn man diese Funktion auslöst. Und das muss man hier machen. Geht ganz einfach, und zwar muss man zwei CVs verändern. Man muss quasi einmal abschalten und einmal anschalten. Wir müssen gleich einmal für die F3, die ja auch den Rangiergang darstellt, den Ausgang AUX 1 ausschalten. Das geht relativ einfach, das ist der CV38 und bei dem muss der Bit 2 auf 0 gesetzt werden. Und jetzt sind ganz viele von euch ausgestiegen. Das Schöne ist, dass in der Anleitung in Klammern dahinter auch immer der Wert steht. Das gefällt mir deutlich besser als bei anderen Anbietern, die einfach dann zum Beispiel schreiben, Bit 2 auf 0 und dann sitzt du da oder Bit 2 auf 1 und denkst so, okay, dann muss ich mir jetzt diese Bit-Tabellen wieder angucken, wenn ich mich damit nicht auskenne und so weiter. Das braucht man da nicht, da steht in Klammern einfach der Wert schon dahinter, den man da eingeben muss. In dem Fall ist es natürlich relativ easy, wenn wir das auf 0 schalten wollen, müssen wir es auf 0 setzen. Das heißt also, der CV38 muss auf 0 sein. Dann geht bei Drücken von F3 der Rangiergang an, aber nicht mehr die Innenbeleuchtung. Und das Zweite ist dann, wir wollen es ja anschalten. Wir wollen es ja auf eine Funktion draufsetzen. Und dann kann man zum Beispiel den CV37 nehmen, der für die F2 zuständig ist. Und den setzen wir in dem Fall auch wieder den Bit 2, weil AUX 1 ist quasi der Bit 2 in dem Fall dann. Davor ist das Licht. Und den wollen wir anschalten. Und der Bit 2 auf 1 heißt ein CV-Wert von 4. Das ist ein recht komplexes Thema, wie das damit funktioniert mit diesen Bits und der Zuordnung. Ist in der Anleitung auch nochmal erklärt, ist auch in den ESO-Anleitungen erklärt. Wir werden das heute in dem Video hier nicht so tief vertiefen. Das Schöne ist eben, es steht in der Log-Commander-Anleitung in Klammern immer schon der Wert dahinter.
In dem Fall braucht man auch dann nicht rechnen, nicht nachdenken. Man trägt da ein CV37, muss den Wert 4 haben. Und dann kann man über den Schalter F2 an seiner Fernbedienung sehr, sehr schön umschalten, dass das Licht angeht mit der F2. Das heißt, wir wollen jetzt ja nicht mehr, dass bei F3 das Licht angeht, sondern wir wollen, dass bei F4 oder F2 das Licht angeht. Wir nehmen jetzt mal F2, aber ihr seht, da passiert jetzt momentan gar nichts. Und es passiert immer noch was bei F3. Und das ist das Thema CV-Programmierung, was wir jetzt als nächstes machen. Dafür klicken wir wieder einmal auf die Lokomotive selbst, sind dann in diesem Bereich und können dann hier auf Konfigurieren gehen. Und jetzt seht ihr oben rechts dieses kleine Symbol. Er liest jetzt hier aus der Lokomotive, aus dem Decoder die Werte aus. Und jetzt ist er soweit fertig. Das sind die ganzen Standardwerte, die ihr hier seht, die man hier einstellen kann. Jetzt könnte man hier oben über dieses Menü sagen, ich möchte eine neue CV-Zeile einfügen. Und jetzt habt ihr hier unten eine CV-Zeile. Und dann seht ihr, um welche CV-Nummer geht es. Das ist hier der erste Eintrag, den ihr hier vornehmen könnt. Da klickt ihr einfach auf die Zahl drauf und könnt dann die Zahl verändern. In unserem Fall ist es so, dass der Wert CV38, das ist das Funktionsmapping, was wir hier vornehmen für die F3, der soll auf 0. Das ist schon mal richtig. Und jetzt sehen wir hin und sagen, wir wollen noch eine weitere CV-Zeile hier haben. Und zwar den CV Nummer 37. Ups. Nochmal. Nummer 37. Und den wollen wir auf den Wert 4 setzen, damit beim Bit 2 was passiert. So, und jetzt seht ihr hier schon, jetzt wurde programmiert und hier steht OK. Es wurde also gesetzt. Gehen wir mal hier auf das Häkchen. Genau, Adresse ist belegt durch die Micheline EST. Wollen wir so bleiben? Ja. So, und jetzt müsste bei F3 nichts mehr passieren. Das haben wir ja gerade eingestellt. Wobei, bei F3 passiert immer noch was. Und bei F2 geht das Licht jetzt auch ein. Das ist ja schon mal was. Jetzt sind die Werte alle wieder ausgelesen. Jetzt können wir die neue CV-Zeile hier einfügen. Und sagen wir hier der CV Nummer 38. Der soll den Wert 1 haben. Jetzt seht ihr, das wurde umprogrammiert gerade. Und jetzt sagen wir, der soll den Wert 0 haben. Das müssen wir einmal machen, damit er den Wert 0 auch wirklich reinprogrammiert. Und jetzt sagt er, okay, das ist in Ordnung. Dann können wir hier auf das Häkchen gehen wieder. Und jetzt können wir F3 drücken, ohne dass was passiert. Und bei F2 geht unser Licht an. Das ist natürlich genauso, wie wir uns das gewünscht haben. Genau, also das ist sozusagen die Story des Lok-Commanders gewesen, die mich zwischendurch einmal nicht zum Verzweifeln, aber zumindest zum Nachdenken gebracht hat. Ansonsten, abgesehen von diesem Fauxpas in der Programmierung, kann ich euch den zum jetzigen Zeitpunkt uneingeschränkt empfehlen als günstige Alternative. Er ist natürlich kein Premium-Produkt wie ein ESO-Decoder. Ja, ihr bekommt das, was ihr bezahlt. Ist fast immer so. Aber ich habe jetzt nichts gefunden, wo ich im ersten Moment sage, das fehlt mir. Gerade bei einem Modell, was ich digitalisieren möchte für wenig Geld, habe ich hier ein schönes Modell und habe dann für sage und schreibe weniger als 20 Euro einen Decoder, der schön klein ist und den ich da einbauen kann. Voraussetzung ist natürlich immer, dass ihr schon einen DC-Motor habt. Deswegen ist das Modell hier dafür auch ganz gut geeignet gewesen. Wenn ihr noch einen Märklin-Motor der älteren Generation habt, also diese Allstrom-Motoren, dann müsst ihr definitiv auch den Umbau auf den Hochleistungsantrieb vornehmen vorher. Das ist aber wieder ein anderes Thema und das könnt ihr
euch am besten auch anschauen in den Videos von Märklin direkt. Die habe ich unten unter dem Video auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Da wird dann auch live quasi im Video ein solcher Hochleistungsantrieb mal eingebaut. Dann habt ihr einen sogenannten decoderfähigen DC-Antrieb und dann steht nichts mehr im Wege, dass ihr auch zum Beispiel Train-O-Matic Decoder oder irgendwelche anderen verwendet. Also ist eine der Grundvoraussetzungen eigentlich für den Umbau. Ja, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Demnächst gibt es also hier eine schöne Micheline im Review. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und bis dahin freue ich mich natürlich auch genauso auf euer Feedback, auf eure Fragen und eure Erfahrungen mit Train-O-Matic und den Lok-Commandern. Vielleicht habt ihr die selber ja auch schon irgendwo eingebaut. So viel für heute. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.